Aber die meisten Leute hier werden Englisch können, bin mir sehr sicher, ihr seid nicht so jung, ihr könnt doch Englisch, oder? Sonst habt ihr noch den Google-Übersetzer. I have no friends yet. I do not understand much when the elders sit and talk to me. They talk too fast and do not talk the same way grown up do. I will enter sixth grade soon. I am afraid I will not make many friends or that others will not see me as one of them. I do not really miss Japan, but I had barely learned to write all the kanjis for any minute. I will not have to learn how to write them here. They have less letters than us. Just looking at this page makes me feel smarter. Oh Gott, es gibt ja verdammt viel zu lesen, ich sag's euch gleich. It has been months since I have written the first page. My mother was not happy. Things should have bought another diary by now. Yes, I read English much better, but I still need practice on the verbs. I have made a few friends at school. They are not all mean to me. I have not met Jessica. Wisst ihr was? Wir machen das so. Ich mache noch mal einen kleinen Schnitt dran. Ich werde hier kurz mal alle Seiten zeigen. So, werdet ihr einmal kurz alle schnell durchblättern. Ihr könnt das auch noch auf Pause machen, wenn ihr jetzt euch durchlesen wollt. Dann könnt ihr auf Pause euch erst alles durchlesen. Ich werde es mir auch nochmal alles durchlesen und werde es dann mal gucken, ungefähr wiederzugehen, was passiert ist. Also, bis gleich. Rest of the pages are missing. Okay, can't it's a habit of my life here. Maybe this diary should not be a diary, but a simple book to write when I'm bored. So funny, read everything here makes me feel like I'm talking to someone. Maybe when I will show him to write more often. Okay. Findet eine Freundin, was that you might have a partner and hope they will not change my school. Can't believe that we are going to move away. I will not see Jessica and Mia. This is not fair. Why do parents always decide what to do? Like Mia's father was... She even told me she would run away someday. Maybe I should do the same and only one family would listen to me. At least mother is. She tries to make me understand that we will live better in the new apartment. I don't care about living better if I have no friends. If mother was not so gentle with me, I think I would run away. I hear a lot of American teenagers run away, go to live with friends. After all, I'm going to be 12 soon. I don't know. I think I should focus more on my studies and leave this diary. Maybe that will attract father's attention. He really wants me to keep reading in it. That's it, we moved. Jessica came to see you. Es werden hier noch einige Sachen, interessante Sachen geschrieben in dem Buch. Also es geht um ein Mädchen, das sie gesagt hat, das aus Japan kommt, das Freunde gefunden hat, das aber dann auch wieder umziehen musste. Was dazu führte, dass sie es ihr Freund nicht mehr treffen konnte, hat darüber nachgedacht, vielleicht einfach wegzurennen. Und da ist die Scheiße. This is the last time I write this diary. Ich verstehe. Ich habe mir für den Namen... I have to learn this diary. Maybe I have to learn this. Ja, wie gesagt, es geht darum, dass sie ihr Freund verloren hat. Und dann kriegen wir halt zu hören, dass die restlichen Seiten nicht da sind. Okay, so weit, so gut. Kameraschnitte. Was ist das? You have obtained the kitchen door key. Warum immer diese Actionmusik? Kann ich... Alter! Oh, ich kann nicht anders! Ich muss auf diesem Ding wie bekloppt da rumhauen! Geil! Glasflaschenman! Glasflaschenman kann alles umkicken mit seinen Glasflaschen! Wow! Was war das? Kann ich hier noch mehr Randale machen? Nee, geht... Oh! Alter, guck mal! Ich hab irgendwas! Was ist das? Stück Glas! Ja, klasse! Wow, die Bewegungseffekte sind sehr cool! Muss ich mal sagen, wenn ich hier schon randalieren bin, dann kann ich auch gleich noch den Monitor kaputt machen! Wie jetzt? Wie jetzt? Ich kann an das Ding rangehen! Okay. Yeah, hello, Jackman. Die ist kommen. Hey, Jackman, how are you holding up? Viele gelesen am Anfang. I guess that's a stupid question. Listen, I just wanted to tell you that if you need anything, you just are. I know you got Frank and you guys are tight, but I'm serious, man. You got me too. Warum ist da tausendmal Counter-Strike auf dem PC? I see, and everyone from the exhaust is here for you. Mike fucking cried, man, I mean, you're not alone, just call me, right? I'm serious, bla bla bla, okay, schwul. Das erinnert mich so ein bisschen an Jackman, I owe you my life, dude.
Mike? Okay. You're my fucking brother, man. Call me and I will be there anytime. Okay, zwei gute Freunde. Spam! Hello! The 4th of the May! You are the winner of 2000... Nee, $200,000! This is not a spam! This is not a joke! This is not a scam! This is for real! All you have to do is call... Komische Nummer. And refer to your winning number. Komische Nummer. Congratulations! Enjoy your winnings! About your appointment. Hey. Bäh! Ich will mehr lesen. Ich kann nicht anders. Good afternoon, Mr. Hawkfield. I'm very sorry to inform you that I will not be able to continue with your shady case. Entschuldigung. I will transfer your file to Dr. Snyder. His area of expertise would suit better your case, and therefore I hope that he will be in good terms with this decision. Please call NLH Hospital to confirm your new appointment with Dr. Snyder. Thank you for your time, and send my regards to Mrs. Hawkfield. Ich lasse nicht meine Frau grüßen. Ich muss Counter-Strike spielen. Wieso ist er tausendmal Counter-Strike? Ich kann es nicht spielen. Hä? Okay. Einfach weitergehen. Also ich habe jetzt... Aha! Man kann ja aber auch viel machen und ich mache. Okay. Das sind wahrscheinlich die Schlüssel, die ich habe. Deshalb liegen die hier rum. Ich weiß noch nicht, warum sie hier auf dem Tisch sind. Entschuldigung, das war gerade ein kurzer Schnitt gewesen. Bin jetzt wieder da. Das ist alles super. Ich weiß ja, wir gehen in dieser Aufnahme heute ziemlich viel schief. Das ist doch bestimmt schon aufgefallen. Ich habe hier Dosen. Von daher... ihr wisst schon. Ich muss aufhören, hier die ganze Randale zu machen. Mach doch mal den Kühlschrank zu. Mach doch... Ich hab Dosen. Ich hab... Oh, ich kann hier so viel auf und zu machen. Es war so viel Spaß hier. Ich muss alles aufmachen. Ich muss alles aufmachen. Alles aufmachen. Alles aufmachen. Und die Sachen rausholen. Und die Sachen rausholen. Es geht nicht. Kann nicht alles aufmachen. Ich kann aber Tonnen durch die Gegend werfen. Ah, es gibt was zu essen. Es gibt außerdem Teekannkuchen. Teekannkuchen für sie gewinnen. Für sie gewinnen. Und Tür. Aha, ich komme hier raus. Und... Alter, Windeffekte. Alter, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel. Mann, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel. Okay. Dann lass mal gucken, wo wir hin sollen. Ach ja, stimmt. Wir sollen hier zur Garage gehen. Where did I put the damn remote? Okay, wir müssen die Fernbedienung für die Garage finden. Mal sehen, wo die sein könnte. Schauen wir einfach mal nach. Er kann sie ja nicht zu weit weggepackt haben. Aber sie ist auch... Damn, sie ist richtig weit weg. Macht der Kollege hier Zielübungen? Kann sein. Ja gut, das würde einiges erklären. Also SAP, war das nicht so ein Special Squad gewesen? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Wir machen mal die Tür zu. Wir müssen mal ein bisschen ordentlicher sein. Wir haben schon die Küche jetzt so verunstaltet. Das geht gar nicht. Lass uns schauen. Hier ist nichts. Hier ist nur unsere Schuhkarre. Das ist nicht schön. Okay, schauen wir mal woanders weiter. Was ist denn hier los? Ja? Saved. Aha! Anscheinend hier. Okay. Hier ist aber nichts. Hier ist aber nichts. Oder habe ich... Hier einfach die Fernbedienung, ich sehe sie nur nicht. Nein, ist zu. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Okay. Ich will da, glaube ich, auch gar nicht wieder runter. Ich suche mal die Fernbedienung weiter. Sie ist bestimmt woanders, sie kann gar nicht unten. Aha, da blinkt doch was. Schaut euch das mal an. Hier blinkt was. Ja, da.